Und der nächste Österreicher kommt bestimmt, in diesem Fall Martin Höllwart. Leider hat er Rückenwind jetzt, leichten Rückenwind nur, aber immerhin der österreichische Meister auf der kleinen Schanze. Jetzt hat er sie ein bisschen enttäuscht hier. Der Mann mit der einmaligen olympischen Bilanz, 3 Silbermedaillen 1992. Als 17-Jähriger hat er gewonnen. Hier scheint er mir auch ein bisschen beim Absprung zu lange gewartet zu haben. 112 Meter für Höllwart. Das ist der 5. Platz. Im Moment schiebt sich direkt vor Christoph Dufner. Und jetzt geht's los mit den Besten, mit den allerbesten. Die Japaner kommen jetzt.